und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Survival Games auf dem gomali.net-Server und es geht gleich los. So, das wollte ich mal gesagt haben. Ja. Puxari. Der voll ungespielt. Oh Gott, so weit wollte ich es nie kommen lassen. So, los geht's. Wir spielen auf der Map Murmeltier Games. Eine sehr schöne kleine Map, wie ich finde. Jetzt schauen wir mal, wo wir die Kisten herbekommen. Ich bin wahrscheinlich die schlechteste Route gelaufen, die man laufen kann. Oh. Oder auch nicht. Ja, nehme ich gerne mit, alles. Nett auf jeden Fall. Eisenschwert. Was ist los, Da hatte ich gerade ein bisschen Luck mit den Kisten, würde ich sagen. So. Und ja, eine kleine super Neuerung übrigens. Ich kann wieder mehr oder weniger lagfrei aufnehmen. Das heißt, oh, beide abgestaubt. Das heißt, ich werde auch höchstwahrscheinlich die Turniere auf Timoja von dem guten Herrn MCExpert.de aufnehmen können und auch tun. Das heißt, das nächste Turnier sollte dann auf meinem Kanal erscheinen. Hoffentlich. Außer da gibt es irgendwelche Probleme oder es kommt irgendwas dazwischen oder sonst irgendwas. So, da haben wir einen Pinguin. Ah, aber der will zuerst. Ich kann nicht. Hallo? Ich konnte ihn gerade nicht hitten. Habt ihr das gesehen? Hä? Die Kommando danach war in Ordnung, aber ich kann. Hä? Ich habe ihn noch gerade geschlagen. Ja, jetzt wurde er abgestaubt. Hä? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich habe ihn noch gerade geschlagen. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in einer weiteren Runde. Es geht bis gleich. So, nächste Runde. Es geht los. Wir spielen in Isla de Rosa. Eine schöne Map. Die man vielleicht noch von Hive kennt. Schwert. Wäre wichtig gewesen zu bekommen. Naja. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier halbwegs durchkommen. Da ist eine Kiste mit halbwegs guten Sachen. Helm haben wir schon auf. Ich sortiere mal ganz kurz. Muss sein. So, und jetzt hoffe ich mal, hier vielleicht noch Kettenhose. Naja, verdammt, so. Gott. Ja, das Problem ist jetzt, er ist jetzt da. Kann ich die Sachen schnappen. Dafür haben wir ihn und wir bekommen die Schuhe. Oh, das nehmen wir auch noch. Essen. Wichtig. Und dann geht's weiter. Na, Kumpel. Oh, jetzt rennt der instant weg. Stell dich dem Kampf los. Oh, setzt den Kuchen auch noch. So ist brav. Aber nur hat er dann nur gemacht, weil da noch ein Typ kam. Hive. Weg hier. So. Haben wir noch irgendwas Gutes dazu bekommen? Nee. Schade. Essen haben wir auch nicht gerade so viel, sehe ich gerade. Das könnte auf jeden Fall noch zum Problem werden. Mary Berry. Erinnert mich an jemanden. So. Haben wir hier noch irgendwas? Einen Gegner haben wir hier. Den wollte ich eigentlich nicht haben. Wo ist der? Zumindest noch nicht. Kommt der nicht auf mich zu oder sowas? Oh, da ist er. Hä, der will aber anscheinend nicht mit mir kämpfen. Okay. Na? Ne, die Axt. Nee. Passt schon. Passt schon. Kannst ruhig wieder zurückgehen. Verdammt. Ich hätte es mal nicht drauf anlegen sollen. Ah,
nee, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ihn jetzt zu töten. Ich probier's. Oh. Oder ich mach einfach so. Ja, das geht natürlich auch. Gute Idee auf jeden Fall. Ja, genauso hatte ich das geplant. Während er springt, schlagen, damit er rüberfliegt. Damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. So, jetzt gucken wir mal. Ob wir noch irgendwas Gutes finden. Ein Brustpanzer wäre auf jeden Fall noch ganz nett. Denn ohne hat man auf jeden Fall deutlich weniger Rüstungspunkte als andere. Hier liegt so ein bisschen Crap. Ob da jemand im Geheimraum war? Wahrscheinlich. Ja. Wie viele Kisten hier sind, ey. Das ist krank, ey. Oh. Na, sieh mal einen an. Hat mir jemand einen Brustpanzer übrig gelassen? Nehme ich natürlich gerne. So, jetzt schauen wir mal hier. Da ist nix. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen zum Enchantment Table. Der. Ich meine, der ist dort hinten. Obwohl ich mir gerade nicht so sicher bin. 9 Spieler leben noch. Na, egal, scheiß drauf. Komme ich auch so hoch. Gehen wir jetzt mal darüber. Da habe ich gerade mal eine Sekunde nicht auf den Bildschirm geguckt und dann passiert gleich sowas. Typisch. So, denn dort haben wir den Enchantment Table und einen Hive-Typen, der mich gesehen hat. Ja. Hä? Was macht der da? Keinen blassen Schimmer, was das jetzt sollte, aber von mir aus. Boah, Alter. Der, da hat er sich verraten, ne? Ah, scheiße, das war. Er rennt. Na, ich lass ihn. Ist er weggelaufen? Ich weiß nicht, wohin gelaufen ist. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab da gerade nicht so aufgepasst. Schärfe. Oh Gott, da ist er. Ich leg's nicht drauf an. Jumpt er da drüber. Na? Hast du Lust zu kämpfen? Oh Gott, nein. Oh, das war richtig dämlich gerade von mir, aber ich gebe ihm eine Combo. Okay. Ach. Das ist doch bastardig, ey. Nur ich bin nicht bescheuert. Viel Spaß auf Half-Labs Feuer zu platzieren. Oh, Alter. Der hantiert doch mit seinem Feuerzeug. Och, wie viele fucking Potions hat er denn bitte? Alter. Der ist doch gleich wieder voll, sage ich. Ja, schieß doch. Fall nämlich gerne. Jetzt komm, hierauf kann er kein Feuer platzieren. Jetzt hat er mich ins Wasser geboostet. Er kommt hinterher. Ach, du mieser Bastard, komm. Ach, meint er das eigentlich ernst? Angelduell. Alter. Ja, dann halt so. Oh, Mann. Hat doch bitter nötig gehabt jetzt, ne? Gott, ja. So, was habe ich weggeworfen? Ich habe Rot weggeworfen. Meine ich. So. Der Feuerzeug hat noch ein bisschen Durability. Das nehme ich mal hier hin. Und dann kann es weitergehen. So. Deathmatch in 30 Sekunden. Schade, ich hätte zu gern noch. Ne, Level. Ne, Level. Level. Schnell. Kann man hier überhaupt angehen aufkommen? Ich weiß es nicht. Ah, egal. Zeit würde nicht mehr reichen, zum Enchanter zu laufen. Was, ich mache so.
Na, kein Level. Na, egal. Gut, dann sind wir im Deathmatch. Ich werfe mal kurz die Angel weg, falls es eine Map wird mit, ja, genau, Dimes. Wap, das ist meins. So, er brennt aus mir unbekannten Gründen. Wahrscheinlich, weil er in die Lava gehopst ist. Und er brennt auch. Brennen heute alle. Hat er mich gesehen? Ja, hat er nicht. Hallo. Aua. Nicht so aggressiv, ey. Hockt er jetzt da oben? Ja. Natürlich ein bisschen. Oh Gott, ich sollte nichts Inventar aussortieren, während hier noch zwei Gegner sind. Wo ist der andere? Was macht der da oben? Jetzt komm her. Ach komm, ich habe nur einen Pfeil, das ist unfair. Na? Danke. Aua. Nö. Habe ich gar keine Lust drauf. Mach ich mal so. Ich dachte, das fällt in die Lava. Guck mal, da oben ist er. Tarnt sich richtig. So, möchte er jetzt vielleicht mal oder will er weiter Bowspammen? Ah, Bowspammen war es ja nicht mal, aber... Ja, wow, krass. Habe ich jetzt richtig Damage kassiert. Oh Gott, da kommt der andere auch noch. Ah, nee, da habe ich doch keine Lust drauf. Wow, jetzt hat er mich fast in Lava geboxt, ey. Ich dachte, er schießt nicht mit feinem Bogen. Block Crafter HD. Einer der so ziemlich unkreativsten Minecraft-Namen, die man haben kann. Ja, Enchanted. Oder er craftet. Nein, nicht in die Lava. Nicht in die Lava. Danke. Ah, fuck. Healpot, danke. Ach, komm jetzt. Ja, was soll ich machen? Der andere kommt natürlich auch angegeiert. Was soll auch anderes machen? Naja, wir regen beide, ne? Ja, sehr schön. Hätte mich damit jetzt nochmal getroffen und wäre nochmal weggerannt. Hätte auf jeden Fall nochmal ein paar Chancen gehabt. Jetzt gucken wir mal, was er hier drauf hat. Ob wir ihn noch so kriegen. Oh, er probiert's gar nicht. Er rennt weg. Soll mich in Lava schubsen, ne? Lava, Lava, Lava. Ich meine, ich kann auch regen. Ich habe wahrscheinlich mehr zu regen als er. Ich warte hier einfach ein Kopf, bis er am Kreis gelaufen ist. Oh, er ist sogar gar nicht so dumm. Oh Mann, 120 Sekunden. Dann ist Ende. Gelände. Ja, und das war's. GG. Hat er doch nicht mehr so viel gehabt, wie ich gedacht habe. Naja. Gut, immerhin eine gute Runde. Aber naja, gut, dann würde ich mal sagen, das war's auf jeden Fall mit der Runde hier, mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.